Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 35 von meinem Sims Let's Play. Der letzte Abend war sowas von ereignisreich und ich habe das alles erst bemerkt, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Also zum einen ist, ja, Nicholas ist, wie heißt es, Stufe 5 von der Gärtnerkarriere. Das ist gut. Dann ist Sophie Sous-Chefin geworden. Sie wurde ja befördert. Das heißt, sie ist Stufe 7 der Gastronomiekarriere, muss aber heute leider wieder arbeiten. Aber egal, auf jeden Fall, das Beste ist einfach, Max hat das Metamorphosemittel für den imaginären Freund hergestellt. Das heißt, wir können unsere imaginäre Freundin jetzt schon real werden lassen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das jetzt schon möchte. Ja, und er würde ein Teilstipendium bekommen für das Technikstudium. Das Problem ist nur, das Technikstudium, was ich total doof finde, das Technikstudium ist für die Karrieren, wie war das? Gesetzeshüter und Militär. Aber das ist so doof. Ich verstehe das nicht, warum man, also um in die Wissenschaftskarriere zu gehen, muss man das Medizinstudium oder Wissenschaftsstudium studieren. Und das finde ich eigentlich ziemlich doof, weil das passt nicht. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich die imaginäre Freundin jetzt schon real werden lassen soll und ihm vielleicht einfach einen Universitätsabschluss mit Lebenszeitpunkten ercheaten soll. Da bräuchte ich allerdings noch 30.000 für. Und ob ich dann nur die zwei Mädels auf die Uni schicke, das finde ich, hatte ich überlegt. Dann würde die erste Staffel sozusagen, oh, die Rechnung muss bezahlt werden, das machen wir natürlich jetzt. Dann würde die erste Staffel damit enden, dass die Mädels in die, ja, was wollte ich jetzt sagen, in die Uni gehen. Genau, das hatte ich mir überlegt. Oder eben, dass er noch erst alleine an die Uni geht, aber oder vielleicht mit seiner imaginären Freundin. Das fände ich ziemlich cool, wenn die beiden an die Uni gehen könnten. Aber doch, ich glaube, das mache ich. Das heißt, ich werde heute den imaginären Freund altern, real werden lassen. Das will ich unbedingt, unbedingt machen. Da bin ich so gespannt drauf. Aber da will ich dann irgendwie. Ja, doch, das mache ich dann hier. Ja, ich glaube, ich werde gleich hier ihr anbieten, wahr werden zu lassen. Dann muss ich mal aber kurz schauen, dass die anderen Sims sich auch beschäftigen mit jemandem chatten. Das ist okay, das kann sie ruhig machen. Emma malt, das ist perfekt. Und Kim tanzt, das ist auch perfekt. Sie könnte eigentlich aber auch mal aufs Klo gehen und vielleicht könnte Sophie noch mal einen Nektar machen, aber ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr genügend Obst. Aber wir könnten hier alles mal so ein bisschen upgraden. Wir könnten die Dusche als selbstreinigend upgraden. Ja, was sehr schade ist, ist, ich habe gestern noch versucht, die hatten noch mal Baby machen die Option angewählt und sie haben es auch gemacht, aber es kommt einfach kein Sound. Das heißt, sie wird und wird einfach nicht schwanger und ich finde das eigentlich echt super schade, weil die sollen jetzt endlich mal hier Kinder, noch ein Kind bekommen, weil er wünscht sich das ja, Nicholas. Und ich hatte mir auch überlegt, vielleicht, oh, jetzt muss ich aber gleich ein Foto machen. Wo ist denn jetzt der imaginäre Freund? Ach, die gehen runter. Ich hatte mir überlegt, so vielleicht in Staffel 2 oder Ende der ersten Staffel dann, wenn die Kinder zu Erwachsenen werden und in die Uni gehen, dann wird die erste Staffel enden. Und dann hatte ich mir überlegt, dass vielleicht wenn bis dahin immer noch kein Kind kommt, ich werde es jetzt noch ein paar Mal auf jeden Fall probieren, dass dann vielleicht Nicholas so ein bisschen enttäuscht ist von seiner Frau, weil sie einfach kein Kind bekommen kann und dann da so ein bisschen Drama noch dazu machen, vielleicht mit Fremdgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dass es vielleicht in deren Ehe nicht ganz so gut läuft, dass sie sich vielleicht auch mal streiten. Das hatte ich überlegt zu machen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch diese Idee gefällt. So, wo wird denn jetzt hier der imaginäre Freund real werden? Ich muss mal noch auf Pause machen, die Wände hochmachen und dann hier schon mal reinzoomen. Achso, so, jetzt.
Okay. Jetzt bin ich gespannt. Da mache ich gleich mal Fotos von. Oh, sie ist süß. Wie sieht sie? Jetzt will ich wissen, wie sie von vorne aussieht. Bände runter wieder. Oh, sie ist hübsch. Sie ist so hübsch und die Augenfarbe ist ja cool. Da muss ich gleich nochmal ein Foto von machen. Ah nee, wenn sie sich umarmen vielleicht. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Familienmitglieder. Ja, das ist nicht gerade wenig. Werden wir doch einfach mal hier mit ihr sie freundschaftlich umarmen. Das sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Ich werde hier gerade noch ein Foto schnell machen. So, zack, Fotochen gemacht. Und dann sollen sie sich natürlich ineinander verlieben. Das soll natürlich passieren. Das heißt, wir werden hier uns, nachdem wir uns die Geschichte von unserer Mutter angehört haben, werden wir ihr einfach. Ach so, wie genau, wie verstehen die sich denn? Oh, sie sind alte Freunde nur. Okay, dann machen wir aber hier gleich mal romantisch, verliebt umarmen, Kompliment über Aussehen machen, Kompliment über Charakter machen. Oh, was war das denn gerade? Haben die sich irgendwie gestritten, die Mutter und die Tochter? Fangen spielen? Und die Tochter wollte nicht, oder wie? Das ist sehr komisch. Okay, ich muss mal hier eben schnell etwas Ordnung hier hineinbringen. So, wie viele Äpfel hat denn der gute Nicholas geerntet? Noch keine. Er ist klatschnass. Er möchte ein Kind. Er möchte Maximilian das Fahren beibringen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte Sophie mal einen Nachtisch backen. Da könnte sie vielleicht mal einen Kürbiskuchen backen. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, anstatt sich da irgendwie mit ihrer kleinen Tochter zu streiten. Das wäre, ist ja eigentlich nicht so toll. Oh, Nicholas hat die Gartenarbeitsfähigkeit Level 7 erreicht. Und hier, ah ja, genau. Lola wurde wahrgemacht. Erste Amtshandlung, sie allen vorstellen, um ihnen zu beweisen, dass Maximilian die ganze Zeit über gar nicht verrückt war. Ja, das müssen wir natürlich noch machen. Und da sind Liebesbriefe und so weiter und so fort im Briefkasten gewesen. Kann man das denn, wie geht das denn? Einladen, an Gespräch teilzunehmen. Fragen, ob sie ihm gut geschlafen hat. Gestehen, sich von Lola angezogen zu fühlen. Nein, ich weiß gar nicht, wo geht denn das? Ach so, und natürlich muss dann der gute Max auch noch das Fahren lernen. Und vielleicht, was hat sie denn eigentlich für Eigenschaften hier? Star-Qualität? Vegetarierin, exzentrisch und Schlafmütze. Oh, das sind so die schlimmsten Merkmale, die ich je gesehen habe. Schlafmütze. Enzim kann immer schlafen. Gutachten, denn Enzim schläft auch dann weiter, wenn ein Feuer ausbricht. Okay, exzentrisch heißt rumtüfteln, erfinden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Ich bin ein echter Sim. Dann wünscht sie sich einen Teilzeitjob anzunehmen. Das heißt, sie gehört jetzt auch zur Familie und muss auch in die Schule gehen. Das finde ich eigentlich ein bisschen doof, aber na gut. Zaubertrank entdecken möchte sie auch. Sie könnte vielleicht so die Erfinderin werden. Ich weiß nur gar nicht, ob da hier genügend Platz ist dazu. Dann sollen sie hier mal auf jeden Fall flirten. Händchen halten. Dann gibt es vielleicht auch langsam den ersten Kuss. Das wäre ja so schön. Das wäre richtig süß. Oh, da ist der Kuchen fertig. Dann soll
Sie den mal, das ist gut, dass sie den in den Kühlschrank packt. Dann soll sie nämlich danach hier mal den Herd säubern und dann Upgrade selbstreinigend. Ja, Upgrade selbstreinigend ist ganz gut. So, dann ist er hier am Putzen und danach soll er in der Dusche versuchen, mit Tissot ein Baby zu machen. Und ich schalte die Musik aus, weil die stört mich gerade ein bisschen. Dann soll Sophie hier oben versuchen, mal ein Bild zu malen. Und ja, upsala, das war nicht beabsichtigt. Er ist hier immer noch. Sie ist jetzt. Oh, sie möchte sich das kostenlose Spiel im Stadion ansehen. Das machen wir mal. Das muss sie, glaube ich, sogar, um ihre Schulleistung zu verbessern. Deshalb werden wir das natürlich auswählen. Sie isst jetzt ein Kürbiskuchenstück. Und die beiden unterhalten sich hier wieder. Ah, nee, so rum. So rum hier romantisch. Flirten. Verliebt umarmen und dann Händchen halten und dann könnten sie sich vielleicht auch mal küssen. Ich habe das jetzt immer wieder verpeilt. So, jetzt sind sie verliebt. Umarmen sie sich verliebt? Romantisch. Ja, das müsste doch jetzt eigentlich langsam mal passen. Kokett, können Sie jetzt Ihren ersten Kuss erleben? Ja, immer noch nicht. Dann soll er ihr mal rote Blumen schenken, rote Rosen. Oh, rosa, ups, das war. Naja, rosa ist auch okay. Sehr verführerisch. Jetzt müsste doch der erste Kuss gehen. Genau hier. Sie stehen, sich angezogen zu fühlen und der erste Kuss. Da muss ich unbedingt auch ein Foto von machen. Und zwar schnell hier runter. Oh, wie süß. So süß, die beiden. Die sind so niedlich zusammen. Oh, ja, dann soll sie mal jetzt aufhören zu malen. Er isst, danach will er ein Baby machen mit. Das machen wir dann aber einfach hier oben in der Dusche. Baby machen mit Sophie. Und sie soll dann deshalb mal aufhören, hier zu malen. Und die beiden, oh, an die Hand genommen werden. Das ist schon sehr, sehr süß. Erster Kuss. Dann sollst du sie mal fragen, hier beste Beziehung vorschlagen. Oh, jetzt sind sie zusammen. Das ist so, so süß. Lola ein Geschenk machen, das machen wir doch auch. Das geht doch hier, oder? Geschenk geben und zwar mal hier den Schlafelixiertrank. So. Perfekt. Dann werden wir jetzt nämlich mit Sophie abhängen. Das machen wir nicht, sondern wir werden. Können wir in der Schule auch zusammen einen Streich spielen? Nein, aber was ist das hier? Arbeit nach der Schule. Ach so, ja, stimmt. Dann werden wir zusammen in die Karaoke-Bar gehen. Und zwar mit Kim eigentlich. Aber wo ist Kim? Auf jeden Fall mit Lola. Ach so, stimmt, die guckt sich ja das Spiel an. Das habe ich ganz vergessen. Dann müssen wir hier einmal die Monarchfalter sammeln. Ach, die brauchen ja immer, bis sie bis sie auftauchen. Hier. Fangen. Dann brauchten wir noch eine Motte, einen Monarchfalter, einen roten Admiralschmetterling und einen Mission Blue Schmetterling. Da können wir den einen. Ah, das ist nämlich. Den können wir ihr geben. Aber wir brauchen noch Monarchfalter hier. Mission Blue Schmetterling. Wo bist du denn? Hier fangen. Und wo gibt es denn noch Schmetterlinge? Hier ist eine Motte.
irgendwo. Ja. Motte fangen und den Samen können wir nicht aufsammeln. Das ist schade. Motte, Monarchfalter, Mission Blue. Dann geht sie danach mal nach Hause. Und wir schalten hier um. Einmal zu Emma kurz. Ach so, da schauen wir mal schnell nach einem Rubin. Ob wir hier irgendwo einen Rubin finden können. Nur Smaragde und Metalle. Das ist natürlich doof. Keine Rubine. Dann schauen wir aber einfach mal im Kommissionslager nach, ob wir da. Ach so, da ist nichts los. Oder da können wir nicht hin, oder wie? Ach, ist wahrscheinlich am Wochenende geschlossen. So, die möchte die Fähigkeit Logik lernen, deshalb lassen wir sie ein bisschen Schach spielen. Schach üben. Er ist hier am Baby machen mit Sophie. Okay, dann muss das natürlich unbedingt, hoffentlich gibt es den Sound, da müssen wir unbedingt nachgucken und danach muss Sophie in die Arbeit. Also, das funktioniert schon mal. Vielleicht kommt der Sound. Scheint nicht so. Warum nicht? Das ist so ärgerlich. So, und dann soll er sich mal hier, genau, er ist hier am Hallo, gehst du dann mal auch zur Arbeit? Ja, sie geht dann jetzt zur Arbeit, muss sich mit ihren Kollegen unbedingt anfreunden. Und er putzt hier, das ist auch sehr schön. Ups, aber jetzt hängt's gerade. Kann er? Nein, er kann keine Upgrades machen. Dann soll er aber mal hier vielleicht einfach mal, weil er es ja schon so lange nicht mehr gemacht hat, einen Roman beginnen. Und wir gehen dann jetzt wieder rüber zu den Kindern. Eigentlich, Tagträumer, ja, das ist okay. Eigentlich solltest du. Wo ist denn Lola? Sie ist oben und spielt. Sag mal, was sind denn das für Jungs? Oh, hier könnte man auch ein Techtelmechtel machen. Da können wir vielleicht mal hier erstmal romantisches Foto aufnehmen mit Max. Das müssen wir unbedingt machen. Das können wir dann bei Max ins Zimmer hängen. Ach so, wir brauchen ja auch noch ein Bett für die Lola. Können die zusammen in einem Doppelbett schlafen? Die sollen vor allem ein du Duett singen noch unbedingt. Das will ich unbedingt noch machen. Ah, und dann packen wir mal eben schnell hier den Schmetterling in Pims Inventar. Dann hat sie nämlich auch alle Schmetterlinge gesammelt, wenn sie das geschafft hat. So, ich fände es ganz schön, wenn du jetzt mal hier hochgehen würdest zu den romantischen Fotos. In einem Restaurant essen. Das müssen wir unbedingt auch noch machen. Die gehen dann schön essen und so richtig süß romantisch. Singen mit Lola Tissot. So, sie ist noch drin. Sie möchte einen Schaukelstuhl kaufen, die Charisma-Fähigkeit verbessern und schreiben lernen. Hat sie überhaupt die Charisma-Fähigkeit? Ja, Logik 1 und Charisma. Das Foto wurde aufgenommen. Wir haben 9 Simoleons bekommen. Ah, durch Kapitel, glaube ich. Irgendjemand ist, glaube ich, gerade krank geworden. Oh, Max beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. So, wie sieht das denn hier aus? Fehlt nur noch die Motte, dann können wir die ganzen abgeben. Oh, das ist ja süß. Wie die beiden singen. Da muss ich auch schnell ein Foto von machen. Oh, die Lampe. Das soll natürlich nicht sein. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Fallobstpflanze einen Faulapfelbaum und bringe 10 faule Äpfel mit zur Arbeit, damit sich deine Jobleistung verbessert.
Was ist denn ein Faulapfelbaum? Sollen wir dann einen ganz schlechten Apfel machen oder wie? Aber wo kriegen wir denn ganz schlechte Äpfel her? Das lasse ich mal, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das erfüllen soll. Es ist schon süß, aber sie können definitiv nicht singen. Aber es sieht so süß aus, wie die beiden abrocken. Das hört sich sehr, sehr schmerzhaft für die Ohren an. Ja, dann werden wir hier mit ihm, werden wir hier essen, mit Verabredung essen gehen. Und Kim ist noch am Schmetterling sammeln. Das ist auch perfekt. Emma ist am Schachspielen, sie ist am Arbeiten. Die sollte vielleicht mit Kollegen herumhängen mal. Und er ist noch am Buchschreiben. Das passt auch alles ziemlich gut. So, dann schauen wir mal. Emma, hier, sie soll jetzt die Objekte abgeben. Upsa. In der Schule. Und es ist Sommer, aber es regnet irgendwie die ganze Zeit, was ich ziemlich schade finde. Oh, und sie ist sehr hungrig. Dann soll sie danach mal unbedingt nach Hause gehen und essen. Ah, und dann kann sie vielleicht auch mal noch jemanden einladen, irgendwie Freunde oder so. Vielleicht die Lilly Little, war das nicht ihre Lilly? Lilly, genau. Lilly Little soll sie dann vielleicht mal einladen. Gehen wir schnell heim. Sie sind am Essen gehen, am Essen. Und dann soll sie hier mal eben danach. Oh. Da ist irgendwas Schlechtes drin. Das Ratatouille ist schlecht. Dann soll sie ein Stück Waffeln essen. Oh, das Bild ist ja süß. Aber irgendwie ein bisschen gruselig. Das verkaufen wir mal lieber. Wie kann man das denn verkaufen? So. 28 Simoleons. Und dann packen wir mit ihm vielleicht mal hier das verdorbene Essen raus. Ja, was gibt's denn noch? Dann soll sie danach mal noch eine Teegesellschaft geben. Ach so. Auf dem Grundstück befinden sich keine Kühlschränke. Da ist einer, du Schlaubergerin. Komisch. Vielleicht können wir ja hier Lilly Little. Ach so, das geht jetzt nicht, weil sie nach Hause fährt. Man muss ja mal hier den Müll rausbringen gleich. Bisschen Ordnung machen hier. Und kann er? Er kann nicht upgraden, aber dann soll er mal hier die Dusche putzen und er möchte mit Kim plaudern. Das können wir jetzt gerade nicht einloggen, denn da sind immer noch Wünsche zu erfüllen. Dann soll er danach einfach das Buch weiterschreiben. Tagträume weiterschreiben. Oh, und ach, die sind noch am Essen. Okay. Dann sollen sie danach vielleicht noch. Was kann man denn im strömenden Regen noch so machen? Dann sollen sie danach mal hier in die Disco gehen. Oh, als dein Essen endlich kommt, ist es nicht das, was du eigentlich bestellt hast. Lässt du es zurückgehen oder sagst du nichts und isst es auf? Ich glaube, ich würde es essen. Obwohl Maximilian nicht so genau weiß, was es ist, weiß er doch, dass es eines der leckersten Gerichte ist, die er je gegessen hat. Oh, das ist ja süß. So, Kim hat 292 Simoleons für die Sachen erhalten. Und danach, hier nach dem Essen gehen, soll sie mal die Disco zusammen besuchen gehen. Ja. Oh, der Part. Achso, nee, der Part ist nicht länger, weil ich musste ja raus. Das Zaubertrank entdecken werden wir mit Emma nicht machen. Und ein Teles. Achso, stimmt ja. Die hat jetzt ja wahrscheinlich hier die Logikfähigkeit erreicht. Deshalb will sie jetzt unbedingt so Sachen machen. Aber das werden wir nicht. Denn wir werden danach einfach nochmal. Ach, dann werden die beiden. Wünscht sich Kim nicht mit. Genau, Kim wünscht sich, fangen mit Emma zu spielen. Das machen wir dann einfach mal. Oh,
Ach so, ja, sie geht ja dann aufs Klo gerade. Dann soll sie hier einmal der Kim das Abzeichen zeigen und sie nach ihrem Tag fragen und Kompliment über Tanzstil machen und dann Fangen spielen. Akrobatin an Veranstaltungsort, privater Veranstaltungsort beherbergen? Nein. Sie wünscht sich ein Buch über Logik zu kaufen? Nein. Und den Flüssighorrortrank werden wir auch nicht herstellen. Ach so, sie möchte ja Karaoke singen, stimmt. Die zwei Mädels sind schon echt süß. Ach Gott, die kennen sich kaum. Das ist eigentlich echt traurig. Die müssen unbedingt mal ein bisschen mehr miteinander, interagieren. Ah, sie sind jetzt beide hier im Club. So, jetzt spielen sie Fangen, das ist süß, das sollen sie unbedingt machen. Dann möchte sie hier einfach mal ein paar Waffeln essen. Und danach soll sie vielleicht nochmal mit ihm hier versuchen, ein Baby zu machen, wenn das funktioniert. Weil das kann ja einfach nicht sein, dass das nicht funktioniert. Also wirklich, das kann ja nicht sein. So, dann gehen wir mal zu denen rüber hier und schauen, was die beiden Jungs hier machen. Oh, er sieht ja schick aus. Oh, sie sieht auch süß aus. Was ist das denn für eine Hose? Die habe ich. Ach, das ist eine Reithose. Stimmt, das ist die Reithose. Dann sollen die beiden mal hier zusammen tanzen. Okay, zusammen tanzen tun sie. Wer ist das? Ah, Sunny McAdams. Okay, die habe ich mal erstellt letztens. Oh, was ist das? Köstliche Mahlzeit. Ah, 7 Tage sogar hält das an. Wow. Yeah, schicke Musik. Hoffentlich tanzen die jetzt mal hier zusammen. Das ist übrigens die Disco, die ich gebaut habe. Das war das allererste Video, glaube ich, das ich hochgeladen habe. Hier kann man es noch mal besser sehen. Ja, ist nichts Besonderes. Aber ganz cool eigentlich, wie ich finde. So, dann sind die beiden hier beschäftigt. Dann, was ist das denn? Sie möchte ein Sternzeichen von einem anderen erfahren. Nein, 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 das geht nicht. Wo sind die beiden denn? Oh, Maximilian darf nur noch 1 Stunde draußen bleiben. Dann sollten sie vielleicht aufhören zu tanzen und beide nach Hause gehen. An Spielautomaten ein Spiel für 2 Spieler spielen. Das ist ja auch süß. Oh, er hat sie geküsst. Dann sollen die beiden einfach mal noch weggehen, vielleicht. Obwohl. Ja, jetzt ist der Part sowieso schon so lang, dann können sie auch zusammen ein Date erleben. Dann soll sie sich aber mal hübsch anziehen hier. Um Outfit wechseln. Ihre hübsche Abendkleidung, dann sollen die vielleicht mal hier in. Und er sieht schick aus so. Und dann sollen sie mal hier zusammen, nicht in die Disco, aber in die Karaoke-Bar gehen. Big Meisters Karaoke besuchen mit Nicolas Tissot. Die fahren jetzt mit getrennten Taxis nach Hause. Alles klar. Oh, wir müssen ja noch schnell ein Bett für sie kaufen. Das mache ich mal geschwind. Ich werde es rausschneiden. So, ich habe das jetzt alles ein bisschen umgestellt und ich habe den Zaubertranktisch entfernt, also in den Familieninventar gepackt, weil die ja jetzt sowieso das Ziel erreicht ist, was erreicht werden sollte. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich damit meine. Ich denke mal, ja. Was ich sehr blöd finde, ist, dass die beiden, also es wäre natürlich perfekt, wenn die beiden irgendwie ein Techtelmechtel machen könnten. Ich werde mal den Wuhua-Mod installieren. Das war nur das letzte Mal so. Die chinesische Musik macht mich noch wahnsinnig. Dass das
Letzte Mal war es so, dass dann die ganzen komischen Techtelmechtel-Einstellungen und so weiter ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Deshalb werde ich mich damit wahrscheinlich nochmal befassen. Ich habe ja jetzt auch ein paar Folgen vorgedreht. Das heißt, ich habe jetzt auch Zeit, damit mal das auszuprobieren. Ja, das muss ich mal noch machen. Vielleicht einfach, dass die dann, weil es wäre schon cool, wenn die schwanger wären, obwohl ich bin so ein bisschen unsicher. Sie ist übrigens, wird sie auch in 13 Tagen genauso wie Maximilian zum Erwachsenen. Also 13 Tage, vielleicht werde ich das auch ein bisschen früher machen, dass ich nur noch ein paar Tage mit denen spiele und sie dann schon erwachsen werden und sie dann ausziehen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Muss ich aber alles noch überlegen. Also er fährt hier nach Hause. Dann soll er aufs Klo gehen und duschen. Und dann einfach noch, was können wir denn zusammen machen? Vielleicht zusammen Schach spielen. Das wäre eigentlich ganz gut. Dann soll sie mal auch aufs Klo gehen. Ach, es geht schon aufs Klo eingegeben. Okay, dann sollen sie jetzt einfach hier mal. Fahren sie zusammen? Oh ja, sie können zusammen fahren mit dem Auto, diesem ollen Kistenauto. Ja, jetzt ist der Part sowieso schon länger, dann können sie auch noch ein bisschen, noch länger kann er dann sein, das ist egal. Wahrscheinlich ist er gar nicht so lang, weil ich doch ziemlich viel rausschneiden kann. Aber ja, die beiden, die sind so schön. Eigentlich sind die schon das perfekte Paar. Dann sollen sie mal hier, so er soll mal hier romantisch sie küssen, sie massieren. Schön romantisch mit ihr sein. Los, werdet romantisch. Ach so, er hat genießt wegen. Heißt es genießt oder heißt es dann genossen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja, jetzt sind die hier schön romantisch, sehr verführerisch. Das ist gut. Ja, los, unwiderstehlich. Dann soll er mal hier ins Ohr flüstern. Und dann sollen sie hier oben in Fotokabine Baby machen mit der Frau. Ach ja, so eine Massage ist schon was Schönes. Wer ist das denn? Michael Donovan? Der sieht auch gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ihr Kleid finde ich so hübsch. Boah, das ist ein schlimmer Gesang da unten. Ganz schräg. Hier im Fotoautomaten genossen hat. Jetzt geht's hier ab. Peng, peng, peng. Ach. Der Fotoautomat. Das kann doch einfach nicht sein. Warum kriegen die kein Kind mehr? Es macht mich jetzt echt langsam ein bisschen traurig. Romantisch küssen. Das ist echt eine gute Interaktion. Das finde ich echt cool hier. Und dann kommt immer, manchmal ist es nicht für das Wissen der Allgemeinheit bestimmt, was in der Fotokabine vorgeht. Nicolas Tissot hat den Beweis. Dann sollen Sie mal hier noch schnell zusammen. Upsala, hier zusammen. Ach so, können Sie gar nicht. So, weil da andere sind. Ja, dann hat den Beweis vernichtet. Das wollte ich sagen. Huch, was ist jetzt mit ihr los? Sie ist doch schwanger. Aber da kam kein einziges Mal der Sound. Warum jetzt auf einmal? Oh, jetzt bin ich aber irgendwie ein bisschen beruhigt. Ja, das ist noch ein schönes Ende. Dann sollen sie jetzt einfach nach Hause gehen. Und ich werde den Part jetzt hier beenden. Ja, ein bisschen länger ginge. Sie hat es endlich geschafft und ist schwanger. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch ein Abo da oder einen Daumen oder einen Kommentar. Ich freue mich immer riesig darüber. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!